Ja, das Gedicht Nun ist es Zeit, ja, früher entstanden als das letzte, was wir uns angeschaut haben. Na, das ist ein Gedicht aus dem Buch der Lieder, aus dem ersten Gedichtband. Aber dieses Gedicht ist auch schon ganz weit avanciert und sehr explizit in der Abrechnung mit der Romantik. Na, das Interessante hier ist ja, dass das Wort Romantik oder eigentlich romantisch explizit in diesem Gedicht vorkommt und dass dieses ganze Gedicht eigentlich so drüber reflektiert, ja, was ist eigentlich ein romantisches Leben? Was ist das? Was heißt das, romantische Kunst zu machen? Ja? Und wie bewerten wir eigentlich oder wie bewerte ich als das lyrische Ich jetzt, ne, die Romantik? Okay. Na, also wir haben hier ein lyrisches Ich. Ne? Das Wort Ich kommt mehrfach vor. Ne? Oder mein Rittermantel. Nun ich mich gar säuberlich entledige, das klar. Ne? Also es gibt ein lyrisches Ich hier, das spricht. Ne? Und was es hier beschreibt, ist, das ganze Gedicht ist ja eine Metapher oder ne, fast eine Allegorie. Das heißt, das lyrische Ich spricht über sich selbst und über seine Existenz in Bildern. Ja? Und die Bilder, die es verwendet, kommen eigentlich alle aus dem Bereich des Theaters. Ne? Sie haben gesehen, ich habe als Komödiant gespielt, im Sinne von Theaterspielen, ne? Jouer un rôle, eine Rolle spielen. Ne? Ich habe gespielt die Komödie, die Kulissen im Theater, ne? Also die Dekors im Theater, das Bühnenbild könnte man sagen. Ne? Dann im hochromantischen Stil. Ich hatte einen Rittermantel an, also ich habe in einem so ein romantisches Ritterstück, ne? So ein romantisches, wahrscheinlich im Mittelalter spielendes Stück, ne? Habe ich gespielt. Ne? Dann kommt nochmal das Wort Komödie, nochmal gespielt. Ich habe den sterbenden Fechter gespielt. Ne? Man kann sich ja überlegen, in was für eine Art Theaterstück kommen so Fechtkämpfe vor? Ne? So mit dem Degen und da stirbt jemand. Ne? Klassisch denkt man so Shakespeare, ne? Hamlet zum Beispiel. Hamlet stirbt da am Ende. Hamlet tötet selber auch Leute. Romeo und Julia, ne? Werden ständig Leute mit dem Degen beim Fechten getötet. Ne? Also ne? So Theaterstücke, ne? Aus der klassischen Zeit des Theaters, Shakespeare, der wahnsinnig populär war in der Romantik. Ne? Die Romantik ist die Zeit, wo Shakespeare in Deutschland wiederentdeckt wird, der lange vergessen war, der dann ins Deutsche auch zum ersten Mal richtig übersetzt wird. Ne? Und wenn Heine hier redet vom sterbenden Fechte, dann denkt er an solche, ne, so große Dramen, großes romantisches Drama oder Shakespeare-Drama. Ne? Okay, ne, also es geht alles um das Theater und gleichzeitig ist hier die Rede von einem Vorher-Nachher, so ein Bruch. Ne? Ich habe früher immer Theater gespielt, ich habe Komödie gespielt, ne, und zwar im hochromantischen Stil. Also es ist schon klar, was das Bild hier ist. Die ganze Theaterwelt, das Spielen ist natürlich eine Metapher für romantische Kunst machen. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, das Gedicht ist vielleicht das lyrische Ich, hat schon einen autobiografischen Verweis auf Heine drin. Ja? Der Leser soll eigentlich verstehen, ja, wenn hier der Sprecher im Gedicht Ich sagt, dann steht dahinter der Autor Heine, um den es irgendwie geht. Dann würde man sagen, naja, dieses romantische Theaterspielen da ist ein Bild für, ich habe romantische Gedichte gemacht. Ja? Ich habe diese ganzen Liebeslieder im Buch der Lieder geschrieben. Ja? Ich war ein großer romantischer Poet. In romantischem Stil, ne, mit den üblichen, mit den großen Klischees, den großen Wörtern und Themen der Romantik, die Liebe, die Natur, der schöne Sonnenuntergang, ne, all sowas, ne, die Ritterzeit, das Mittelalter. Also das Theater ist eine Metapher hier für romantische Kunst. Ja. So habe ich früher gelebt, sagt das lyrische Ich. Ich habe romantische Kunst gemacht, ich habe Theater gespielt, aber jetzt nun ist es Zeit, dass ich mit Verstand mich aller Torheit entledige. Ja. Ich muss das hinter mir lassen. Na, das war sozusagen meine Jugend. Das waren meine Jugendsünden, ne? Meine Péché de Jeunesse, ne? Könnte man auf Französisch sagen. Ne? Und ich muss jetzt vernünftig werden. Ich bin erwachsen. Ne? Ich muss vernünftig werden mit Verstand. Ne? Und ich höre jetzt auf mit dieser romantischen Kunst, mit dem Theaterspiel. Ich gehe jetzt in die Realität. Ne? So wie vorhin das Fräulein am Meere. Oder wie es schon später, das ist ja ein späteres Gedicht, wie das Fräulein am Meer in die Realität gerissen wird aus ihrer romantischen Träumerei, so sagt hier das lyrische Ich von sich selbst. Ich muss aus der romantischen Illusion, aus der romantischen Kunst, aus diesem Traumspiel, aus dem Theaterspielen, muss ich aussteigen. Ja, ich muss die Kunstwelt verlassen und ich muss in die Realität gehen und
in der Realität mit meinem Verstand, mit meiner Vernunft irgendwie zurechtkommen, ja. Und jetzt ist die Frage, ja, vorher war eben das Leben in der Traumwelt, jetzt im Verstand, aber wie ist es denn jetzt? Und jetzt stellen wir fest, oh, aber noch immer elend fühle ich mich, als spielte ich noch immer Komödie. Also es geht mir jetzt gar nicht besser. Ja. Das Aussteigen aus dem romantischen Traum, da geht es mir nicht besser. Ich habe immer noch dieselben Gefühle irgendwie. Ja. Sie sagt das lyrische Ich. Ja. Ich habe dieselben Gefühle, wie ich sie damals auf der Bühne hatte. Und ich stelle plötzlich fest, oh, diese ganze Inszenierung da auf der Bühne, ja, als ich den sterbenden Fechter gespielt habe. Das war alles im Spiel, ja. Das war romantische Inszenierung, das war Verkleidung, na, das war eine Kunstwelt. Aber durch diese Kunstwelt habe ich was ganz Authentisches ausgedrückt, na. Also durch die romantischen Schmerzen, die ich in diesen Liebesliedern besungen habe, das waren ja tatsächlich meine romantischen, meine echten Schmerzen, na. Das Liebesleid, na, die unglückliche Liebe, über die ich da in den Liedern, im Buch der Lieder geschrieben habe, ja, das ist ja tatsächlich auch ein Gefühl. Ne? Und das ist hier eine ganz interessante Logik, die am Werk ist, wo Heine eigentlich sagt, die Romantik ist was Künstliches, die Romantik ist eine Kunstwelt. Ne? Erinnern Sie sich an den Begriff der Kunstperiode, ne? Die Kunstperiode, wo alles nur, ne, die ganze Realität wird auf Kunst reduziert, ne, in der Dichtung der Romantik. Ne? Und Heine sagt hier im Grunde, ja, das ist eine Torheit, eine Dummheit, in dieser romantischen Welt zu sein und sich darin zu verlieren und nur noch in dieser romantischen Illusion aufzugehen, ja, in dieser Inszenierung, in der Theaterwelt der Romantik. Aber gleichzeitig sagt er, oh, aber hinter dieser Theaterwelt steht ja tatsächlich was ganz Echtes, stehen echte Gefühle, ne, und mit, ne, ich muss sozusagen aussteigen aus dem romantischen Klischee, aber was ich dann feststelle ist, ich bin jetzt nicht völlig im Reich der Vernunft oder im Reich des Verstandes gelandet. Oder sagen wir, die Vernunft, die hilft mir jetzt gar nicht so viel weiter, weil dieser ganze Schmerz und die ganze romantische Inszenierung, das war eben auch was Wirkliches. Ne? Ich habe mit dem Tod in der eigenen Brust den sterbenden Fechter gespielt. Ne? Ich habe da eine Rolle gespielt, aber irgendwie war dieses Spiel auch ernst. Irgendwie ging es da immer auch um ernste Dinge. Ja, Sie sehen ein ganz ambivalentes Spiel. Ich hatte in der Einführung zur Romantik gesagt, Heines Verhältnis zur Romantik ist ambivalent. Ne? Und genau um diese Ambivalenz geht es hier. Die Romantik ist irgendwie was Obsoletes. Die Romantik ist eine klischeehafte, inszenierte Kunstwelt, die man jetzt irgendwie mal hinter sich lassen muss in der Moderne im 19. Jahrhundert. Ja? Aber gleichzeitig war die Romantik eben auch tatsächlich ein Mittel, um ganz reale Gefühle des Subjekts, des Individuums auszudrücken, die jetzt nicht so einfach weggehen. Ja, das 19. Jahrhundert ist ja das Zeitalter der Vernunft, der Rationalität, der Wissenschaft, der Industrie, ne, die ganzen großen Entdeckungen werden gemacht, die Erfindungen. Also die Vernunft, die Rationalität bestimmt das 19. Jahrhundert. Und damit ist es auch letztlich ein nachromantisches, ein postromantisches Jahrhundert in vielerlei Hinsicht. Ja. Aber gleichzeitig diese ganzen Irrationalitäten, die Gefühle, ne, die Gefühle und die Schmerzen, ne, und das ganze Romantische ist trotzdem Teil des Menschen, ne, sagt im Grunde dieses Gedicht. Ne. Und damit ist diese Ambivalenz der Weltriss, von dem ich gesprochen habe, ne, der Weltriss. Einerseits, wir müssen vernünftig sein, wir sehen die Realität, ne, die will durch Verstand analysiert und bezwungen und gemeistert sein. Und auf der anderen Seite sind wir als Menschen gar nicht so vernünftig, ne? Sondern da sind ganz viele romantische Elemente in uns einfach immer, ob wir das wollen oder nicht, ne? Und diese Diskrepanz zwischen die Realität, die einen vernünftigen, einen Verstandesblick verlangt, und die innere Welt des Menschen, die eine ganz irrationale vielleicht ist, ne? Das ist auch Teil dieses Weltrisses, den Heine diagnostiziert, wo einfach das Individuum seine Ganzheit gar nicht mehr findet. Ja, okay. Gut, na, wir sind jetzt mit dem Thema der Romantik am Ende. Ne? Sie kommen jetzt zum Thema Politik. Ne? Ich habe Ihnen im Reader erstmal eine Einführung zur Politik, die politische Situation zur Zeit Heines. Ne? Und dann nochmal ein Video, auch eine generelle Einführung Heine und sein Verhältnis zu Politik. Gut, ne? Bis zum nächsten Video.